Hallo, ich habe ja schon einige Videos aufgenommen und schon veröffentlicht. Und jetzt ist mir eingefallen, dass viele, die vielleicht meine Videos auf YouTube gefunden haben, mich ja noch gar nicht kennen. Für mich sind diese Videos ein anderer Weg, um das zu verbreiten, was ich auf meinem Blog schon ewig lange schreibe. Also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass die Leute meinen Blog ja wahrscheinlich und nicht kennen und mich auch nicht. Ja, und dann wollte ich mich doch mal einmal kurz vorstellen. Dieses Video nehme ich auf in meiner Firma. Ich bin Festangestellte, arbeite Vollzeit in einer Gartendesign-Firma in Tokio. Ich bin aber gelernte Gärtnerin. Also mit Gartendesign, ich kann es theoretisch. Aber ich mache es nicht so viel. Was ich eher mache, ist Pflegearbeiten und inzwischen auch Vorbereitung von Baustellen. Also in Japan ist es so, dass nicht ein Unternehmen alles macht, wenn ein neuer Garten oder das um das Haus herum gebaut wird, sondern hier ist es so, in unserem Fall, dass unsere Firma das Design macht. Und dann beschäftigen wir Subunternehmer. Einmal einen, der alles mit Steinen macht. Also er legt Fliesen, er zieht diese Betonblockwände hoch oder er macht Betonarbeiten. Und so. Und dann haben wir noch jemanden, der sich um die Pflanzen kümmert. Also einen Gärtner, der uns hilft beim Pflanzen und auch oft beim Pflegen, wenn die Flächen größer sind, weil unsere Firma ist nicht dafür ausgelegt. Wir machen das zwar alles mit, wir sind überall mit dabei. Aber wir haben nicht so viele Werkzeuge und auch nicht die Fahrzeuge. Also wenn wir irgendwo Maintenance, also Pflege machen würden von Gärten, wo ganz viel Müll anfallen würde, dann hätten wir gar nicht die Kapazitäten, den wegzuschaffen. Deshalb ist immer noch unser Gärtner dabei. Ja, und ich mache halt bei allem mit. Ich glätte um die Häuser rum, bevor da irgendwie der Beton kommt oder reiße die alten Pflanzen raus, bevor die neuen Pflanzen reinkommen und sowas. Ja, außerdem bin ich in meiner Firma Mädchen für alles. Wenn mein Chef irgendwas hat, dann kommt er zu mir, sei es nun, er schreibt einen Artikel für irgendeine Zeitung, ich brauche Bilder, such mir mal Bilder raus oder in letzter Zeit ist er ganz scharf darauf, Artikel zu schreiben über Gartenformen, die in anderen Ländern sehr populär sind. Jetzt gerade zum Beispiel möchte er einen Artikel über Gräsergarten schreiben und ich soll bitte ihm Infos dazu liefern, woher der ursprünglich kommt und meine Sicht als Europäerin darauf und die Bilder halt besorgen. Was ich sehr spannend finde, weil für mich war dieser Gartenstil relativ normal, dass man Gräser benutzt im Gartendesign. Und ich habe das auch versucht umzusetzen, als ich hierher kam. Und mein Chef hat mich immer nur belächelt und fand das sehr komisch und hat manchmal auch gesagt, nein, mach das hier bitte nicht. Naja, und jetzt hat er den Gräsergarten für sich entdeckt. Finde ich sehr witzig. Ja, also das zu meiner Arbeit. Ach nee, noch was vergessen. Neben Gartendesign, Garten anlegen, Garten pflegen, schreibe ich über japanische Gärten, also das, was man eigentlich denkt, was ein japanischer Garten ist, und zwar kleine Guidebooks zu jeweils den einzelnen Gärten. Und da schreibe ich nicht nur, was man da drin sehen kann, was toll ist, sondern ich beschreibe ihn natürlich einmal, was toll ist, aber ich gebe auch Hintergrundinformationen. Also wie kam es zu diesem Garten, seine Geschichte, aber auch kann man auch viel lernen über die japanische Geschichte und überhaupt so die ein bisschen die Hintergründe vom japanischen Gartendesign. Also meiner Meinung nach sehr interessante Bücher. Aber muss ich ja auch sagen, schreibe ich ja selber. Ja, und da drumherum noch das ganze Social Media Gedöns. Das ist das, was ich mache. Für meine Arbeit. Dann habe ich natürlich noch ein paar Privatprojekte. Ich habe meinen Blog Ginkgo Leaves, der als Tagebuchblog anfing und inzwischen soll er dienen als ein Guide für Familien in Japan, in Tokio. Dabei möchte ich aber trotzdem immer noch so ein bisschen tagebuchmäßig schreiben.
also nur über die Sachen, die ich erlebt habe. Und ja, für alle, die keine Kinder haben, sich nicht dafür interessieren, denen möchte ich die alten Beiträge ans Herz legen. Die sind meiner Meinung nach sehr interessant, weil die aus der Sicht von jemandem sind, der gerade nach Japan gekommen ist, aber jemand, der sich auch schon sehr gut mit Japan auskannte. Und ich habe dann immer versucht, noch ein bisschen tiefer zu gehen, noch mehr zu recherchieren, was liegt dahinter, Sachen zu finden, die nicht so bekannt sind. Und ich bin der Meinung, meine ersten Beiträge sind auch sehr gut geschrieben, weil ich viel Zeit hatte und ganz anders an die Sache rangegangen bin. Jetzt ist es doch schon mehr Routine geworden und ich denke mal, es ist mehr so generelle Information geworden. Ja, also unbedingt auch mal die ersten Beiträge angucken. Die sind aus dem Jahr 2012. Ich bin 2012 als Gartenpraktikantin nach Japan gekommen. Eigentlich war geplant nur für 6 Monate. Hatte dann aber gebeten, dass ich auf die volle Zeit des Praktikums 11 Monate verlängern darf. Das wurde bewilligt. Ja, dann bin ich einen Monat genau nach Deutschland zurückgegangen, um ein anderes Visum zu beantragen, das Working Holiday Visum. Bin mit dem Working Holiday Visum wieder nach Japan gekommen und bin geblieben. Und inzwischen, 2012, zur Zeit der Aufnahme, bin ich schon über 7 Jahre hier. Ja, also das zu mir. Ich bin in Deutschland gelernte Gärtnerin gewesen, habe dort in einem botanischen Garten gearbeitet, bin ja dank meines Berufes nach Japan gekommen, bin immer noch in meinem Beruf, bin sehr glücklich darüber, habe hier meinen Mann kennengelernt, geheiratet, inzwischen haben wir einen Sohn, der zur Zeit der Aufnahme 3 Jahre alt ist. Ja, und das zu meiner Person. Also ich denke mal, das hat einen kleinen Einblick euch gegeben, was ich so mache, vielleicht auch wer ich bin, wahrscheinlich eher nicht, weil das kann man ja nicht mal so eben nur über ein kurzes Introduction-Video herausfinden. Also ich hoffe, dass ihr auch weiterhin meinen Kanal guckt mit den Videos, die ich mache, um ein bisschen darüber zu informieren, wie es ist, in Japan schwanger zu sein und in Japan ein Kind zu haben. Und dann tschüss!